Dann zeige ich dir mal, wie die Tablette in den Blister kommt. Das ist die Tiefziehfolie. An der Stelle werden da eben die Näpfe in die Folie eingepresst. Hier siehst du, die wird dann um 180 Grad gewendet und hier ist dann die Füllstation. Da ist eine Kamera integriert, jeden einzelnen Blister eben kontrolliert. Falls jetzt eine Tablette beschädigt wäre, dann würde die später auch direkt ausgeworfen. Der letzte Schritt, der läuft dann hier hinten ab. Da werden dann eben die Blister aus dem Strang ausgestanden.